So, dann würde ich sagen, machen wir den Flughafen jetzt einfach mal hier hin. Der braucht mal wieder Strom und Wasser und das ganze Zeug. So, moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von City Skylines. Nachdem wir es in der letzten Folge ja schon geschafft haben, hier unsere neue Agrarindustrieinsel zu bauen, habe ich heute wirklich mal etwas anderes vor, nämlich den Flughafen bauen, wie ich es eigentlich schon in der letzten Folge machen wollte. Wir könnten jetzt aber noch mal ganz kurz hier schauen. Okay, hier ist auf jeden Fall genug Gebiet, ja, freigegeben. Vielleicht wollen die aber auch noch einen Park oder irgendwas, einfach, dass es ihnen besser geht. Ich würde sagen, hier oben machen wir direkt auch noch einen Park hin. Einfach um sicher zu gehen, dass die sich super toll fühlen. Ja, nee, Spaß beiseite, aber ich glaube, die Parks sind schon relativ wichtig, dass die gut arbeiten. Vielleicht sollten wir hier auch bald mal noch ein bisschen erweitern. Einfach mal schauen, wie das Ganze hier funktioniert. Die eigene Notunterkunft hier hat jetzt auf jeden Fall auch schon Nahrung. Läuft auf jeden Fall. So. Heute soll jetzt aber hier der Flughafen hinkommen, der neue von Berlin, BER, okay, nee, Spaß, hier soll der auf jeden Fall hin, da will ich ja nur so einen kleinen, normalen Flughafen bauen, weil ich einfach denke, dass der hier auf jeden Fall reichen wird. Ich meine, wir könnten hier jetzt auch ein, nee, könnten wir nicht mal. Aber ich meine, wir könnten ja trotzdem hier einen Flughafen bauen, so einen großen, aber es hätte keinen Mehrwert, weil wir so einen schon haben. Ja, der gute Flughafen hier kostet ganze 150.000. Ist auf jeden Fall ein ordentlicher Preis. Ach, Gebäude muss neben der Straße platziert werden. Stimmt, da war was. Okay, dann machen wir erstmal hier ein bisschen was mit der Straße. Ich würde sagen, die machen wir. Achso, nee, ich brauche keine kurvige Straße. Die Straße packen wir einfach mal etwa hier hin. Dann können wir hier ein Stück hochgehen. Dann kommen wir nämlich hier rüber auf die Brücke. Können hier auch direkt wieder runter. Und können hier jetzt mit einer schönen Kurve an die Straße hier dran gehen. Ja, sollte funktionieren. Vielleicht sollten wir auch erstmal noch schauen. Nee, das schauen wir später, ob wir eine U-Bahn oder irgendwas machen. Ich würde sagen, jetzt ist erstmal der Flughafen dran. Der passt hier aber wirklich genau hin. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, dann würde ich sagen, machen wir den Flughafen jetzt einfach mal hier hin. Der braucht mal wieder Strom und Wasser und das ganze Zeug. Wie immer halt. Ja, Strom kann er von mir aus auch von hier bekommen, indem wir einfach so eine direkte Leitung rüberlegen. Und dann brauchen wir hier auch noch eine kleine U-Bahn-Station. Die kostet auch wieder 15.000. Oh, das kostet alles heutzutage so viel. Nee, Spaß. Ja, wobei es eigentlich schon recht viel ist. Muss man einfach so sagen. Man hört hier auf jeden Fall jetzt ein paar Upgrades im Hintergrund von den ganzen Gebäuden. Jedenfalls können wir jetzt hier die U-Bahn-Station hinbauen. Jetzt bräuchten wir nur noch einen kleinen Tunnel. Hier wird jetzt wieder blöd mit dem Runtergehen ins Meer. Hier ist überall das Gefälle zu steil. Alles klar. So, und da gehen wir ganz einfach hier drüben dann gleich dran. Ich würde sagen, ich mache das jetzt mal ganz kurz und wir sehen uns dann gleich wieder. So, und dran. Und jetzt würde ich hier, wie auch schon drüben beim Agrarindustriegebiet, einfach eine Linie hier rüber machen und wieder zurück. Dann können die nämlich da unten hin und dann können sie schauen, wie sie weiterkommen. So, theoretisch sollte der Flughafen jetzt funktionieren. Wir könnten noch irgendwann eine Feuerwehr hier bauen, aber da wir sowieso das Löschhubschrauberdepot hier haben, ja, denke ich, brauchen wir das erstmal nicht. So, wir könnten jetzt aber hier unten mal noch ganz kurz vorbeischauen, weil
hier bitte wieder bald ein, ja, kleines Konzert ansteht von Nestor. Und Nestor hat anscheinend, ja, die größte Beliebtheit. Das steht am 10.04. an. Wir haben jetzt den 3.04. Also in einer Ingame-Woche. Hier scheint es wieder ein Großbrand gegeben zu haben. Oh mein Gott. Die armen Leute hier. Naja, aber unsere Leute kriegen das schon hin. So. Hier scheint es auch ganz gut zu laufen mit der Industrie. Freut mich auf jeden Fall, dass es so gut funktioniert. Und ich werde jetzt versuchen, das Gebiet hier rüber zu dem Park zu ziehen, dass der eben auch bald wieder Strom bekommt. Hier den Leuten geht es ja eigentlich ganz gut. Ja, wie sieht es sonst aus? Hier starten und landen Flugzeuge. Hier oben bei dem Flughafen passiert dafür umso weniger. Also ich sehe kein Flugzeug, was hier hin will. Nö. Naja, aber wir können ja einfach mal abwarten, was das Konzert jetzt gleich sagt. So, theoretisch sollte jetzt gleich gespielt werden. Und es wird gespielt. 150 Leute sind auf jeden Fall hier. Merkt euch mal Beliebtheit von 57, da schauen wir nämlich gleich, wie es dann weitergeht. Hier drüben, wow, hier sind auf jeden Fall einige Leute. Sie haben keine Lust, irgendwie direkt aufs Konzert zu gehen, die gehen lieber hier zu so einem komischen Zuschauerpark. Alles klar. Naja, denen ihre Sache. Was mich jetzt ehrlich gesagt etwas wundert, ist, dass unsere Gewerbeindustrie recht hoch ist, weil ja eigentlich die ganzen Gewerbegebiete Probleme hatten. Naja, aber hier scheinen auf jeden Fall die Leute zu fahren. Die fahren irgendwo zu uns hin. Also irgendwo zu unseren Gewerbegebieten. Finde ich schon mal ganz gut, dass hier nichts exportiert wird. Mittlerweile scheint es aber kleine Probleme hier zu geben. Denn hier ist ein kleiner Rückstau. Ich weiß jetzt nicht, wodurch der verursacht wurde. Naja, mal schauen. Und wie sieht es hier aus? Hier scheint der Verkehr einigermaßen zu funktionieren. Ist auf jeden Fall gut, dass wir hier die Fußgängerunterführung gemacht haben. Sonst wäre der Verkehr noch wesentlich schlimmer. Ja, aber scheint gut zu klappen hier. Die ganzen Leute hier stehen eigentlich nur wenig. Und ja, kann man nichts sagen. Anscheinend gibt es hier unten bei unserem Hafen wieder Probleme. Hauptsächlich wieder, weil die Industrie anscheinend nicht nachkommt. Aber anscheinend haben wir auch nicht genügend Arbeiter, die was im Hirn haben. Mal ganz banal ausgedrückt. Ja, man sieht auf jeden Fall, dass wir noch 30% ungebildete Leute haben. Aber im Moment ist es halt wirklich schwierig, einen richtigen Kompromiss zu finden. Weil wir eben auch noch, ich sag mal, ungebildete Leute hier brauchen, die dann hier nach den Agrarprodukten gucken, dass das eben alles läuft. Deswegen eigentlich will ich da nicht unbedingt viel an der Stellschraube rumprobieren. Naja, müssen wir mal abwarten, ob sich das irgendwann bessert oder eben nicht. So, wie sieht es denn mit unseren Recyclingzentren aus? Hier fahren auf jeden Fall die ganze Zeit nur die Müllfahrzeuge. Ist irgendwie schade. Ich habe jetzt wirklich gedacht, dass hier auch irgendwelche LKWs rauskommen, die dann eben den recycelten... Oh! Oh, doch! Hier kommen tatsächlich LKWs raus, die dann auch noch hier was produzieren. Oh, das ist ja stark. Das heißt, der Müll wird nicht verbrannt, sondern das ist quasi zusätzliche Industrie. Oh, das ist ja stark, da baue ich direkt mehr. Also dann kommt hier noch was hin. Wo bauen wir noch sowas hin? Ja, okay, dann verwenden wir jetzt einfach mal das Gebiet hier noch dafür. Oh, das ist ja stark. Dann machen wir einfach hier auch noch was hin. Also ganz ehrlich, wenn das so gut funktioniert, dann waren wir bisher schon relativ blöd. Ich meine, Industrie kann man immer mal gebrauchen und ja. Passt hier vielleicht noch sowas hin, dass wir die Industrie hier früher oder später mal wegbekommen?
Vielleicht eins hier hin. Und passt hier noch was hin? Ja, eins hier oben noch. Oh, das ist ja stark. Jetzt wird sich der Verarbeitungsstatus auch wieder krass verbessern. Naja. Oha. Also hätte ich das früher gewusst, hätte ich mehr von denen hier gebaut. Aber gut, zu spät ist es nie dafür. Hier sind auf jeden Fall schon Fahrzeuge von denen unterwegs. Hier könnten wir aber mal noch das Geschwindigkeitslimit aufheben. Dann freie Fahrt mag, glaube ich, jeder mehr als 40 km/h Beschränkung. So, alles schön auf freie Fahrt ändern. Und dann könnten wir jetzt mal nach unserem Konzert schauen, ob sich da irgendwas getan hat. So, das ist hier. Zuletzt war Nestor. Hä? Warum? Also irgendwie ist die Beliebtheit wieder runtergegangen. Aber ich weiß nicht warum. Ich probiere jetzt wirklich mal das Budget etwas hochzudrehen. 1500, genau. Und mal schauen, ob das jetzt irgendwas bringt. Kann ich hier sonst irgendwie das Budget hochdrehen? Ich glaube nicht. Nee. Hm. Na dann warten wir halt mal ab, ob das irgendwas bewirkt. Und was mir gerade auffällt, in den letzten 3 Folgen oder irgendwas, kamen ja wirklich einige Katastrophen und jetzt auf einmal kommt überhaupt nichts mehr. Also, wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen Zufallsfaktor. Aber in gewissem Sinne wundert mich das jetzt schon. Okay, aber die Nachfrage nach Industrie ist wieder etwas höher geworden. Sprich, wir bauen hier wieder mehr Industrie. Und die Nachfrage nach Gewerbe werde ich jetzt wirklich erstmal ignorieren. Weil sonst wieder, ja, ein gewisser Mangel entsteht. Weil wir einfach nicht genug Industrie dafür haben. Wir haben ja wirklich relativ viel Bürogebiet hier. Und ich denke mal, das, ja, macht das auch so ein bisschen auf jeden Fall kaputt. Denn man sieht hier, die Nahrung ist immer noch komplett unten. Hier wird es wahrscheinlich besser sein, ja. Oha, lol. Ja gut, hätte mir das mal früher jemand gesagt. Könnte natürlich auch sein, dass es daran liegt. Dann machen wir das einfach mal kurz weg. Machen hier eine Abfahrt hin und hier genauso. Und in der Theorie dürfte das jetzt auf jeden Fall besser funktionieren. Also hier können die Autos jetzt ja ganz entspannt einfach fahren. Hier natürlich dann auch. Ja, okay, jetzt läuft der Verkehr auf jeden Fall wesentlich flüssiger. Die Leute, die hier runter wollen, können hier runter. Ja, okay, jetzt klappt's auf jeden Fall. Jo, gibt's hier sonst noch irgendwas? Kommt hier wieder eine Monsterwelle angerollt? Ach so, die kann ja auch von rechts oben kommen. Vielleicht könnten wir aber hier mal die Kachel kaufen. Das nervt mich ehrlich gesagt schon eine ganze Zeit lang. Dann können wir hier weiter nach rechts oben gucken. Und ja, jetzt passt eigentlich die ganze Sache. Und das ist wahrscheinlich auch eine ganz gute Stelle, um die Folge zu beenden. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.